Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, gab es in den letzten Tagen, ich glaube seit 4 Tagen ungefähr, ja, sehr, sehr große Probleme mit den Auszahlungen auf Genesis Mining. Gestern hatten wir tatsächlich auch noch größere Probleme, auf die Seite selber zu kommen. Aber vorerst erstmal in eigener Sache. Für die Leute, die anfangen wollen mit Genesis Mining und eben Interesse an dem ganzen Zeug haben, Cloud Mining und so weiter und so fort, die haben die Möglichkeit, den 3%-Code, der unten zu sehen ist, einfach zu benutzen. Für jeden Einkauf von euch, da könnt ihr ein bisschen was sparen. Ist auf jeden Fall nice to have. Genau, was also in den letzten 4 Tagen so passiert ist, ist, ja, kann man gar nicht alles so wirklich in Worte fassen. Und da man natürlich zu den eigenen Aussagen oder den Aussagen von einem YouTuber eben immer nur zu einem gewissen Grad eben vertraut, ja, dachte ich mir, gut, Dann erkläre ich euch das einfach mal anhand von Tweets. Ja? Genesis Mining, und das wissen viele wahrscheinlich gar nicht, ist sehr, sehr aktiv, wenn es um Twitter geht. Und das ist auch die Plattform, die ja extrem schnelllebig ist. Also das heißt, man hat viele Informationen, die man innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit bekommt für die Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Und deswegen wollte ich jetzt mit euch mal gemeinsam durch die Tweets ein bisschen durchgehen, um mal zu gucken, was ist jetzt da eigentlich genau passiert, wieso ist das passiert und so weiter und so fort. Ich habe natürlich auch zu dem ganzen Fall, und das kann ich euch auch gerne mal zeigen, hier unter Auszahlung seht ihr das nämlich, ich habe nämlich auch seit dem 20. keine Auszahlung mehr bekommen, also das ist kein Einzelfall, weil ich jetzt schon Kommentare dazu bekommen habe, habe ich natürlich jetzt auch den Support angeschrieben und gefragt, sagen Sie mal, was ist denn da los, ne? Also wie sieht es jetzt aus, ich würde ganz gerne schon wissen, was mit meiner Auszahlung ist, da passiert gerade gar nichts, vor allem möchte ich natürlich auch die Tage jetzt nicht verlieren, oder die 4 Tage, die jetzt die Auszahlung stillgestanden haben, ich hoffe natürlich, die werden mir noch erstattet. Und gut, dann gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam hier auf ja, Genesis Mining auf die Page. Wir haben hier insgesamt 12.000 Follower und man sieht, die sind relativ aktiv, haben in den letzten 7 Stunden ein bisschen was getweetet und dann gestern. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen zurück und gucken uns mal das Ganze an, was hier so passiert ist. Hier waren so ganz normale ja, News und Daily Posts und so weiter, ganz klar, um Aktivität eben zu haben. Und dann hieß es, ja, hier Genesis Mining ist jetzt auch in Japan, Japan gestartet. Und so, dann haben wir nämlich hier ab dem 19. das erste Mal, ja, die Information, dass es hier Maintenance gibt, also Wartungsarbeiten von der Website. Und dass alles wieder ganz normal online kommen soll. Und danach ging es dann quasi los, dass quasi aufgrund der hohen Belastung und so weiter der Wartungsarbeiten die ganzen Purchases, also die ganzen Orders und Einkäufe und Payouts und so weiter erstmal nur geringfügig delayed sein sollen, also verzögert sein sollen. Haben sie jetzt gestern geschrieben, ja, da haben wir aber schon 2 weitere Tage, wo sie quasi keine Informationspolitik gefahren haben, nicht ganz so stark. Dann hieß es hier wieder, so als zweiten Beitrag halt, dass die das ganze System auch in der nächsten Zeit, as soon as possible, wieder online sein wird und dass sie sich für die Geduld eben bedanken. Dann haben wir eben auch die Möglichkeit hier den Support zu kontaktieren bezüglich account-relevanter Fragen und dann ging es quasi weiter. Jetzt haben sie hier festgestellt, dass es auf einmal irgendwelche technischen Schwierigkeiten mit der Webseite gibt und dass eben zum Beispiel einige Beträge, die auf Accounts lagen, nicht richtig angezeigt wurden. Dann, dass das Team von Genesis Mining an dem Problem, also dass es bekannt ist und dass es daran gearbeitet wird. Meanwhile, the mining continues and all payouts will be proceed. Was also bedeutet, dass quasi in der Zeit auch weiterhin das Mining stattfinden soll und dass auch die Auszahlungen stattfinden sollen. In meinem Fall ist das jetzt nicht mehr so. So, und dann haben sie sich nochmal entschuldigt und haben hier nochmal 2 Links hinterlegt. Die poste ich euch unten auch in die Beschreibung natürlich. Dann könnt ihr direkt auch so über die Links mit dem Support in Kontakt treten. Aber ich denke, das ist halt alles jetzt zu erkennen. So, und jetzt haben wir hier wieder die Information auch, dass die Website, nachdem sie große Probleme hat, dass das Frontend jetzt wieder funktioniert und wieder super läuft. Und was steht hier noch? We couldn't process the last day's payout, was also bedeutet, dass die letzten Auszahlungen nicht stattfinden konnten.
So, aber dass das Mining selber auch weiter stattgefunden hat, was also bedeutet, dass die Missing Mining Profits, die wir dann quasi, also das heißt, das Bitcoin Mining, ich muss gerade von Englisch ins Deutsch übersetzen, das ist super schwer, dass quasi die Sachen, die gemeint wurden, dann auch weiterhin ausgezahlt werden, ganz, ganz normal. Und so, und dann haben wir hier. Was steht hier? Ja, dass in den nächsten Tagen quasi die ganzen ausstehenden Zahlungen wieder komplett übertragen werden zu den ganzen Usern. Das bedeutet also, und das finde ich wirklich toll, dass hier Genesis Mining auf Twitter geht, ja, 12.000 Leute erreicht. Sicherlich ist das jetzt kein Newsletter oder sowas, der an alle geht. Aber gut, sie machen immerhin etwas, sie machen das transparent vor allem, sie machen das in der Öffentlichkeit und sagen, hey, es gibt hier Probleme, bleibt einfach ruhig, calm down und dann wird in den nächsten Tagen auch alles wieder laufen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre mit dem Support zu schreiben. Wenn euch Auszahlungen fehlen und so weiter, geht auf jeden Fall auf den Support zu, nervt den Support und schreibt dem, ey, was ist los hier? Meine Auszahlungen fehlen, wann bekomme ich die und so weiter. Den Genesis Mining ein bisschen unter Druck setzen, dass da auch wirklich was passiert. Weil wenn sich keiner meldet, dann wird auch nichts passieren. Das ist ganz klar. Oder beziehungsweise es wird so lange dauern, dass es ja absolut schwachsinnig ist. Von daher reagiert am besten jetzt. Geht auf einen der beiden Links, die ich euch auch unten in der Beschreibung poste. Schreibt dem Support, schildert euer Problem und dann sollte auch in den nächsten Tagen hoffentlich alles soweit gelöst sein. Gut, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ein Video der gewissen anderen Art, würde ich sagen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann am besten abonnieren, ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Thank you.